einen wunderschönen Sonntag wünsche ich dir. Heute bin ich zurück mit einem Q&A-Video, weil sich das jemand gewünscht hat von euch. Und dann dachte ich, ja, eigentlich eine coole Sache, habe ich, glaube ich, vor fast einem Jahr zuletzt gemacht. Ja, und weil der Kleine sitzt hier, jemand hat es sich auch gewünscht, dass ich heute mal Benny vorstelle, unseren Hund. Und weil der mal ein bisschen gestresst ist, wenn ich sowas mache, mache ich das jetzt als erstes. Also das ist Benny. Benny wird im Sommer 6 Jahre alt und Benny ist ein Bologna-Svetner und hat keinen Bock gefilmt zu werden. Er ist auch voll so die Diva, er mag auch nicht fotografiert zu werden. Also da muss er richtig Bock drauf haben. Ach Bibi, wisst ihr ihn? Er guckt immer weg. Und der kleine Schatz hatte leider letztes Jahr im Sommer 2 Bandscheibenvorfälle. Das war keine schöne Zeit und es hätte auch sein können, dass er nie wieder gehen kann. Beziehungsweise die Ärztin hatte uns sogar ins Herz gelegt, ihn einschläfern zu lassen. Ja, wenn man sowas hört, dann ist das erstmal ein Schock. Also das war nicht so cool. Aber der Kleine ist wieder fit. Nee. Und dafür sind wir sehr dankbar. Ja. Und das Coole ist an seiner Rasse, der haart halt nicht. Sonst hätten wir uns auch keinen Hund mehr angeschafft. Wir hatten mal einen Hund, also ich kann mich da nicht so dran erinnern, weil ich zu klein war, aber ja, also von meinen Eltern ist das sozusagen der zweite Hund. Okay, Benny, bist erlöst. Möchtest du rausgehen? Was, wo möchtest du hin? Hm? Oh, jetzt ist er verwirrt. Willst du raus? Ja? Okay, jetzt muss ich ihn eben mal weglassen. Okay, bin wieder da. Oh, der ist ganz schön schwer. Oh, ich mache ziemlich Sport, glaube ich, bevor aus der Puste, beziehungsweise ich mache nie Ausdauersport. Das ist immer nur Kraftsport und das merkt man dann doch. So, ich habe mir die Fragen alle hier schön aufgeschrieben und werde sie jetzt beantworten. Ich hoffe, mein Speicher ist leer genug. Ich kann jetzt nicht einschätzen, wie lange ich für dieses Video brauche. So. Und ich habe die Fragen auch von Instagram, YouTube jetzt einfach so komplett runtergeschrieben. Ja, also ich hoffe, da ist jetzt nicht... Ja doch, es ist alles ein bisschen durcheinander, aber Wayne. Die erste Frage. Was für Musik hörst du gerne? Auch die von deinem Bruder. Und ich weiß, dass Lorena mich bei Instagram gefragt hat, was mein Lieblingslied ist. Das habe ich jetzt so dahinter gepackt, weil das so gut zusammenpasste. Ja, schwierige Frage. Ich höre nämlich alles querbeet. Also natürlich auch die Musik von meinem Bruder, die feiere ich richtig ab. Und es ist auch mal ein bisschen schwer, weil ich deren Konzerte fotografiere und ich würde am liebsten mal mit abgehen, was ich manchmal auch abmache so. Aber ja, hauptsächlich fotografiere ich halt immer. Aber ich mag die Musik richtig gerne und ich habe auch das Album, keine Ahnung, bestimmt schon über 100 Mal gehört. Also ich finde die Musik sehr geil. Und ja, auch gerade die Frage nach dem Lieblingslied, das ist aber so schwer, weil das immer drauf ankommt. Also ich habe natürlich immer so meine Favoriten. Grundsätzlich sage ich alles von Chris Brown. Also mittlerweile bin ich ein sehr großer Chris Brown-Fan. Damals habe ich mehr so Rock-Metal gehört, Dream Theater, Le Biscuit, also New Metal mäßig. Was habe ich da noch? Konzerte? Ah, Asking Alexandria. Eskimo Cowboy finde ich jetzt auch ziemlich cool. Ja, Avenged Sevenfold, sowas habe ich halt damals sehr viel gehört. Das höre ich halt jetzt weniger, mehr so R&B und ich höre aber auch gerne deutsche Musik, weil ich die Texte oft sehr gut finde. Da achte ich halt immer sehr drauf. Und ja, im April bin ich zum Beispiel in der Elbphilharmonie bei einem Pianokonzert von, Gott, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Joep Beving, ist ein Holländer. Pianist, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Also klassische Musik mag ich auch sehr gerne. Ja, Dubstep finde ich auch geil. So Hausmusik mag ich auch. Ja, also alles. Ja, mit Schlager kann ich mich jetzt nicht so anfreunden, nur Volksmusik ist nicht ganz so meins. Also die richtig Hardcore-Sachen. Schwierig. Kommt immer drauf an. Hunde oder Katzen? Ich glaube, das war eben sehr eindeutig. Wir haben einen Hund. Also eher Hunde als Katzen, obwohl ich Katzen auch total niedlich finde und cool und witzig. Aber ich würde mir immer eher einen Hund holen als eine Katze. Also ich bin mehr der Hundemensch. Katzen sind mir zu eigensinnig irgendwie, weil die auch zickig werden können. Das mag ich nicht so. Ich will, dass mich mein Tier lieb hat. findest du hellhaarige oder dunkelhaarige Männer attraktiver?
grundsätzlich Dunkelhaarige, beziehungsweise ich finde auch Glatzen bei Männern attraktiv. Es kommt halt immer auf den Mann dann drauf an. Ich hatte aber, glaube ich, bisher mehr, kann ich das so sagen, mehr hellhaarige Männer. Ja, ich glaube schon, aber ich bin halt nicht so krass oberflächlich. Für mich muss immer das Gesamtpaket stimmen. Aber ja, ich mag schon so den südländischen Typen auch gerne. Was ist deine Lieblingsschokoladensorte? Das ist einfach. Von Marabou heißt das, glaube ich. Also diese riesigen Tafeln sind ja aus Schweden. Ich glaube, das ist eine schwedische Schokolade. Ja, wie heißt die Sorte? Ich glaube, das ist so Krokant Mint oder so. Minze? Weiß ich gerade nicht mal genau. Ja, peinlich, ne? Man hat so eine Lieblingsschokolade und weiß die Sorte gar nicht genau, aber die ist voll lecker. Weil ich finde ihn erstmal nicht so krass süß und dann mit diesen Krokantstückchen und dann dieses Minzige da drin. Vor allem, weil das nicht so krass Minze ist, sondern es ist wie so, oh, ich kann das nicht beschreiben, finde ich einfach lecker. Schaust du Game of Thrones? Ja, natürlich. Also ich bin auch up to date und ich kann es kaum erwarten, dass die letzte Staffel beginnt. Und ja, ich glaube, da muss man jetzt noch ein Jahr warten und das finde ich ziemlich heftig. Sehr heftig. Zockst du? Nein, schon lange nicht mehr. Tatsächlich habe ich früher gezockt. Ich habe, was habe ich gespielt? Deus Ex, falls das jemand noch kennt. Und Black Hawk Down, das war Down, Dawn? Weiß ich jetzt gar nicht, egal. Das war eins meiner Lieblingsspiele, also Ballerspiele fand ich damals ziemlich cool. Da war ich ein bisschen nerdy unterwegs. Mein Papa hat mich so ein bisschen angesteckt. Als darf man das jetzt so sagen, aber als Kinder eigentlich durften wir dieses Spiel ja selber noch nicht mehr spielen. Aber wir haben halt immer, also mein Bruder und ich, ihm gerne beim Zocken zugeguckt und irgendwann das beeinflusst halt einen auch, ne? Und irgendwann wollte ich dann halt auch selber spielen und das durfte ich dann auch und das hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann, ja, ging das Interesse so weg. Also nein, mittlerweile zocke ich nicht mehr. Wurdest du schon mal von jemandem so sehr gefesselt, dass du dich selbst wirklich nicht befreien konntest? Beziehungsweise hattest du schon mal so viel Vertrauen zu jemandem? Gute Frage. Tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem einen Video erzählt habe mit dem Tinder-Date-Fail, mit dem angeblich dominant sadistischen Mann. Auf jeden Fall habe ich das in dem Blogpost beschrieben, ganz genau, wie dieses Treffen abgelaufen ist. Und ich kannte den ja eigentlich gar nicht. Ja, da kam auf jeden Fall Kabelbinder zum Einsatz und wie willst du dich Kabelbinder, kannst du dich halt nicht befreien, wenn du irgendwo dranhängst, ne? Und ich habe auch erstmal geschluckt, als ich gesehen habe, dass er das aus der Tüte rausgeholt hat. Weil, wie gesagt, ich kannte ihn halt überhaupt nicht, aber ich bin auch nur mit ihm mitgegangen, weil, also ich vertraue halt auf meine Menschenkenntnis und ich habe ein sehr tiefes Urvertrauen. Ich glaube, das habe ich auch schon mal irgendwann erzählt. Und ich wusste eben, dass er mir nichts Böses will. Er will eigentlich nur Spaß haben, so, ne? Trotzdem war das ein Moment, wo ich dachte, okay, weil ich das eben selber wurde ich noch nie wirklich gefesselt. Und dann dachte ich, okay, auch sofort noch mit Kabelbinder. Ich finde Kabelbinder halt irgendwie, das hat immer sowas von Entführung und ist halt auch nicht ungefährlich. Ich habe ihm da aber vertraut und letztendlich ist auch alles gut gegangen. Also ich habe daran jetzt keinen Schaden genommen. Ich hatte danach ein bisschen Abdrücke noch den restlichen Abend und auch währenddessen habe ich gemerkt, so, oh, das ist schon fast ein bisschen zu fest. Und er hat auch tatsächlich ein bisschen Probleme dann mit der Zange. Aber er hatte eine Zange, Gott sei Dank. Das ist nämlich wichtig, dass man auch Zangengriff bereit hat dann. Weil manchmal, ne, auf einmal schläft alles ein, da muss man auch schnell sein. Also ich hatte auch schon gemerkt, dass es fast ein bisschen zu fest war. Also es schon ein bisschen so eingeschnürt ist. Aber er hat es halt auch nicht lange mich so in dieser Situation gelassen. Dann war alles in Ordnung. Aber ja. Also Vertrauen habe ich halt eigentlich immer, wenn ich mit jemandem mitgehe oder mich mit jemandem treffe, ist immer schon so eine Art Vertrauen da. Also jetzt so ein tiefes Vertrauen, dass ich das wirklich richtig genießen kann, mich richtig fallen lassen kann, hatte ich noch nicht. Dafür muss ich jemanden echt ein bisschen länger kennen und ja, genau. Aber tatsächlich muss ich noch eine witzige Sache erzählen. Mein Ex-Freund hat ja mit mir meinen Buchtrailer gedreht. Und wir hatten dann noch ein bisschen über mein Buch gesprochen und ich habe ihm erzählt, so ja, mit Bondage habe ich noch nicht so Erfahrungen gemacht. Und also Bondage ist übrigens nicht nur, man sieht hier übrigens meine tolle Puppe jetzt. Ich übe jetzt gerade Shibari-Sachen mit Seilen. Also Bondage ist ja allgemein fesseln, das ist jetzt nicht nur mit Seilen und so. Und naja, ich meinte so zu ihm, ja, da habe ich noch nicht so Erfahrungen. Und er so, hä? Doch, ich habe dich mal mit meinem Gitarrenkabel gefesselt. Ich habe das komplett vergessen, also doch, wurde ich schon mal gefesselt. Aber ich wusste es halt nicht mehr. Da war es eigentlich eine witzige Sache im Gitarrencover. Aber als er das gesagt hat, ist es mir wieder eingefallen, aber im Detail kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Naja, okay, nächste Frage.
Was denkst du von 50 Shades? Realistisch, nur Vorurteile. Ja, schwieriges Thema. Also in der BDSM-Szene ist es tatsächlich so, dass wenn man da irgendwie 50 Shades äußert, dann wird man ja mit Stein beworfen, jetzt übertrieben gesagt, aber in der Szene will man davon nichts hören. Und berechtigt, muss ich sagen. Mich, ja, was heißt stören ist. Mich nervt es mittlerweile schon. Bis am Anfang dachte ich, boah, cool, eigentlich praktisch, weil Leute dann wenigstens ein bisschen was mit BDSM anfangen können, da schon mal was von gehört haben. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt so von meinem Buch erzähle, dann kommt so oft der Vergleich, ah, also sowas wie 50 Shades. Und es ist eben überhaupt nicht vergleichbar. 50 Shades ist für mich eine romantische Liebesstory, in der so ein bisschen härterer Sex vorkommt. Und man könnte, es ist halt nicht richtiger BDSM. Es hat so ein paar ja, Einflüsse. Aber ich finde auch, ja, es schürt eher Vorurteile, weil ja Christian in seiner Kindheit unschöne Sachen erlebt hat mit seiner Mutter und so, auch mit seinen Brandnarben. Und dann ist er da an diese ältere Frau gekommen, die ihn in den BDSM eingeführt hat. Und er kompensiert eigentlich seine seelischen Probleme damit. Also er muss eigentlich Menschen verletzen, damit er sich irgendwie gut fühlt. Und genau, und er bevorzugt ja Frauen, die seiner Mutter ähneln. Also dann denke ich mal so, ja, das ist richtig übel, weil man ja oft sagt, dass die BDSMer irgendwie an einer Klatsche haben und alle irgendwelche seelischen Probleme haben. Und das ist einfach nicht so. Es ist tatsächlich so, dass es nicht immer einen Grund haben muss, weswegen man das gut findet. Ich meine, homosexuelle Menschen suchen sich auch nicht aus, dass sie homosexuell sind. Das ist halt deren sexuelle Neigung. Und so ist das halt im BDSM auch. Manche Menschen werden einfach masochistisch oder sadistisch geboren. Da muss sich immer irgendein Vorfall in der Kindheit für gewesen sein. Manche sind dominant, manche sind devot und finden darin halt ihre Lust. Ja, darum fehlt das mit 50 Shades so ein bisschen schwierig. Weil es halt auch so ist, dass dann viele Männer denken, oh, ich bin jetzt dominant, weil ich eine Peitsche oder einen Gürtel in der Hand habe und der Frau die Augen verbinde und dann, ne? Es ist halt so, dass jetzt viele so das oberflächlich als Rollenspiel benutzen, was sie auch machen können, wenn alles einvernehmlich ist und sich niemand dabei verletzt, fehlt das auch alles in Ordnung. Aber gerade jetzt zum Beispiel bei dem Date mit dem Tinder-Typen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wie ich dann in diesem Stuhl gefesselt saß und wie gesagt, mein Safe-Word gesagt hat, bla bla bla. Und ich habe dieses Devote eben in mir. Und ich spüre das dann und lebe das dann auch so aus. Und dann ist es auch authentisch. Und er meinte so, boah, ich weiß nicht mehr, wie er es gesagt hat, so von wegen, ja, da hat jemand Ahnung oder jemand weiß, wie es geht. Das hat mir halt dann so gezeigt, dass er wohl dann nur Frauen da hatte, die dachten so, sie sind devot. Ja, die dann vielleicht 50 Shades eben gesehen haben und dachten so, ja, also wir wollen unbedingt einen dominanten Mann und bla. Sind es aber halt nicht so von ihrem Inneren. Und da gibt es halt meiner Meinung nach ein paar Unterschiede. Das eine bleibt dann halt oberflächlich, ein Rollenspiel, und das andere geht halt sehr in die Tiefe. Ja, jetzt ist er ausgegangen. Ups, okay, geh weiter. Studierst du, wenn ja, was? Nein, ich studiere nicht, also ich habe auch kein Abitur. Ich bin in der 11. Klasse von der Schule abgegangen. Was jetzt aber alles auszuführen, dann wird das Video viel zu lang. Ich habe 3 Semester Grafikdesign, man hat gesagt, studiert, gelernt, weil geht halt auch mit Realschulabschluss. Ja, habe das dann aber auch abgebrochen, aus bestimmten Gründen. Schaut deine Familie deine Videos und wenn ja, was sagen sie dazu? Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob sie jetzt zum Beispiel dieses Video gucken oder allgemein so mal diese normalen Videos. Ich weiß aber, dass sie meinen Adventskalender-Special-Videos alle verfolgt haben. Wir haben dann auch manchmal so darüber gesprochen und so. Ja, sie finden das cool, sonst hätten sie es nicht angeguckt. Also sie fanden die Videos selber unterhaltsam und ja, wollten mich halt auch ein bisschen unterstützen. Und mein Bruder und seine Freunde haben es abends auch immer geguckt und einmal kam er, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber einmal kam er rein und meinte, ah, du hast ja gesagt, das eine brauchst du nicht so. Aber meinte ich, ja, Jonas hier würde nur ganz was haben. Also ist ganz cool. Ich meine, ich muss ja auch die Offenheit von jemandem haben, ja. Ich wurde ja auch ein bisschen so erzogen von meinen Eltern, vielleicht jetzt nicht ganz so krass, aber hier in der Familie muss sich niemand schämen für sexuelle Sachen und so. Also können da wirklich locker und offen drüber reden. Ja, dafür bin ich auch sehr dankbar. So. Wann erscheint 50 Shades of Katie?
Ja, vermutlich nie. Wäre echt geil, wenn mein Buch irgendwann verfilmt werden würde. Ich glaube, das würde ich schon feiern. Aber das hat ja dann einen anderen Namen. Ja. Ich fand die Frage trotzdem süß. Planst du noch weitere Bücher zu schreiben? Ja, definitiv. Also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass Schreiben meine Passion ist. Und ich das nicht mehr aufhören möchte. Also momentan schreibe ich ja noch am zweiten Teil von New Passion und ich habe ja auch letztes Jahr Bad Pleasure angefangen, einen Blogroman. Davon sind auch 6 Teile online. Dann hatte ich leider nicht mehr genug Zeit, das weiterzuführen. Und ich hatte zwar versprochen, dass ich das ganze Ding auf jeden Fall fertigstellen werde und online packen werde, aber es ist mittlerweile so, dass ich die Geschichte in meinem Kopf so krass ausgearbeitet habe, dass ich das, glaube ich, nicht schaffen werde, weil es zu viel wird. Ich werde auf jeden Fall noch ein paar Teile veröffentlichen, weil das finde ich sonst schon ein bisschen dreist. Aber ansonsten werde ich da, glaube ich, doch ein Buch draus machen. Und ich habe auch schon einen zweiten Teil im Kopf. Das ist dann fiktiv, aber trotzdem fließen immer ein paar Sachen von mir mit ein, die ich selber erlebt habe, so, oder was meine Themen so sind. Ja, aber ich will auf jeden Fall weitere Bücher schreiben. Wann hast du zum letzten Mal deine Haare schneiden lassen? Im Sommer wären es 3 Jahre, glaube ich. Ja, also 2016 war ich das letzte Mal. Nee, 2015 war das. Ja, 2015 war ich das letzte Mal richtig beim Friseur mit richtig Schnitt rein und Farbe auch. Und 2016 habe ich einmal die Spitzen schneiden lassen. Ja, das sieht man auch. Aber da ich immer denke, nur richtig ist richtig und ich wieder einen richtigen Schnitt rein haben will und noch Farbe und ich weiß, das wird über 200 € kosten, glaube ich, schätze ich so. Das Geld habe ich momentan dafür nicht über, darum warte ich noch. Aber dieses Jahr muss ich auf jeden Fall zum Friseur. Was sind deine Lieblingsfilme, Serien? Ja, Game of Thrones auf jeden Fall, Walking Dead, obwohl ich jetzt die letzte Staffel nicht mehr aktuell so richtig verfolgt habe. Irgendwie war es mir dann doch ein bisschen zu langweilig geworden, so diese ganze Negan-Sache. Boah, Filme. Das sind immer so schwierige Sachen. Ich mag mittlerweile, früher habe ich ganz viele Actionfilme geguckt und Komödien und so. Das finde ich auch immer noch gut, aber mittlerweile stehe ich eher so auf Filme, die irgendwie so eine Message haben. Ich mag auch total gerne jetzt Filme, die mit BDSM irgendwas zu tun haben. Gibt es sehr viele ältere Filme. Oder auch mit Leuten, die auch Bücher schreiben oder so. Also mehr auch so Dramen und ja, solche Filme. Mir fallen gerade keine direkten ein. Ja, das ist immer so typisch. Ich weiß auch ganz viele Filme. Ich vergesse die ganzen Filmtitel immer. Ich merke mir die nicht. Wie viele Sexpartner hattest du bisher? Ja, da habe ich erstmal überlegt, ob ich das mit reinnehme. Aber hey, ich habe jetzt schon so viele Sachen von mir verraten. Und eigentlich, wenn man mir so lange mich lang länger verfolgt, könnte man so eigentlich tatsächlich mitzählen, weil ich alles so eigentlich veröffentlicht habe. Irgendwo habe ich immer was erzählt. Bis jetzt sind es 8 Stück. Der letzte war halt der Tinder-Typ im Oktober. Ja, und letztes Jahr insgesamt waren es 4. Also habe ich mich in den Jahren davor ein bisschen zurückgehalten. Es war halt mein Ex-Freund, danach kam der Tinder-Typ, danach kam Liam aus meinem Buch. dann hatte ich, wer war dann? Ah ja, da hatte ich eine längere Sache, also auch so 6 Monate mit einem Griechen. Falls du mir 2016 schon in meinen Adventskalender-Videos zugeschaut hast, dann weißt du das auch. Da kam mal einen Tag kein Video und das war wegen ihm halt. Da hatte ich in dem Video The Show Must Go On ein bisschen was darüber erzählt. Ja, so, dann fing letztes Jahr das an, dass ich im Januar einen hatte, im Februar einen und im März. Dann habe ich gesagt, oh, nee, kein Bock mehr. Und ja, dann kam halt der Tinder-Typ. So, das war so eine kurze Zusammenfassung von meinen Sexpartnern, die ich hatte. Ja, und ich hoffe, der nimmt noch auf. Kann ich das im Spiegel sehen? Nein, leider nicht. Ich hoffe, ich habe nicht zu lange gelabert, sonst muss ich es gleich nochmal drehen und das wäre sehr schade. Ja. Okay, dann mache ich jetzt hier an dieser Stelle Schluss und ich glaube, ich habe sehr schnell geredet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, mach's gut.